Der SC Reichersbeuern in der Nähe von Bad Tölz. Kommendes Wochenende spielt der A-Klassenaufsteiger gegen den SV Wackersberg. Live auf Sky. Und hier wird das Spiel stattfinden. Das Sky-Spiel des Lebens. Einmal im Fernsehen Fußball spielen, so wie die Profis. Am 3. September soll dieser Traum wahr werden. Schon im vergangenen Jahr hat Sky ein Amateurspiel des TSV Just übertragen. Dieses Jahr wünscht sich Kommentator Wolf-Christoph Fuß vor allem eines. Dass wir ein paar Tore sehen. Weil letztes Jahr das Spiel ist 1-0 ausgegangen durch einen irregulären Treffer. Dass ein A-Klasse-Spiel mal 1-0 ausgeht, das hat man nur ganz selten. Schauen Sie auch privat Amateurfußball oder ist das nicht Ihr Ding? Zu selten leider, zu selten. Ich versuche immer mal wieder tatsächlich mal auf Bezirkssportanlagen zu gehen. Aber leider findet das in der Regel parallel zu meiner normalen Arbeitszeit in Bundesliga-Stadien statt. Und dann wird es tatsächlich schwierig. Fußballamateuren eine Plattform bieten. Das weiß Experte Didi Hamann zu schätzen. Und wie gesagt, ich denke, es ist unheimlich wichtig, den Amateurfußball da zu unterstützen, weil es doch der Puls, der Herzschlag des Fußballs ist. Weil es ohne Amateurfußball kein Profisport. Wenn man sich hier umsieht, überall Kühe, Bauernhöfe, ist was anderes wie an der Anfield Road, oder? Etwas anders, ja, weil wie gesagt, ich habe das Jahr 10, 15 Jahre gemacht, über die bayerischen Fußballplätze getingelt mit Wacker München und dann mit den Bayern. Und wie gesagt, das bringt Erinnerungen hoch, wie es früher mal war. Und wie gesagt, ich habe meine Jugend sehr genossen und freue mich jetzt am Samstag herzukommen, mal wieder ein richtig schönes Amateurspiel zu sehen. Dann geht es also mal back to the roots. Amateurfußball präsentiert im Stil der Bundesliga. Das gibt es nicht jeden Tag. Und dann auch noch mit Top-Kommentator Wolf-Christoph Fuß. Für ihn könnte das Spiel eine Herausforderung werden, denn in den Mannschaften sind manche Spieler miteinander verwandt und tragen den gleichen Nachnamen. Wie unterscheiden Sie denn den Hansi, Florian, Lukas und Hans Harder? Naja, ich hoffe, dass sie jeweils unterschiedliche Rückennummern haben. Und dann muss ich mir die Positionen angucken und dann ist irgendwann hoffentlich klar, wer am Ball ist. Einer steht im Tor. Ja. Vielen Dank. SC Reichersbeuern gegen den SV Wackersberg. Das Sky-Spiel des Lebens kommenden Samstag. Wer es kostenlos anschauen möchte, kann das via Facebook machen oder nutzt den Videostream auf spieldeslebens.sky.de.